Ja, moin und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Rüdiger Droste von der Firma Droste Wassersport OHG und heute soll es einmal um Motorschaftlängen gehen. Was das eigentlich genau ist, wozu man das braucht und welche Unterschiede gibt es, da möchte ich mal heute ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Viel Spaß, auf geht's. Ja, die Schaftlänge des Motors. Dazu erreichen uns natürlich immer wieder viele Fragen und da ist auch mit Sicherheit viel Halbwissen im Umlauf, was gibt es da eigentlich, was brauche ich, was passt zu meinem Boot oder hat das überhaupt irgendwas mit dem Boot zu tun oder hat das was mit dem Tiefgang zu tun oder so. Da möchte ich mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Und zwar, wie in unseren Produktbeschreibungen bei den Motoren, beschreiben wir immer, ob es sich um einen Normalschaft, einen Langschaft oder einen Ultralangschaft-Motor handelt. Bezeichnet wird das Ganze auch oft entweder als S. In der Motorbezeichnung findet ihr oft ein S. Das ist der Short. Short ist in Deutschland, im deutschen Umgangssprache, der Normalschaft. Er wird auch oft als Kurzschaft bezeichnet. Beschreibt ungefähr das Gleiche, ist allerdings nicht ganz richtig. Es ist eigentlich der Normalschaft. Im Englischen ist es der 15-Inch, also der 15-Zoll-Schaft. Das ist kurz, das ist S, das ist Normalschaft. Dann gibt es L für Long, beschreibt im Englischen wie im Deutschen eigentlich den ganz normalen Langschaft-Außenborder. Im Englischen ist es der 20-Zoll, im Deutschen eben der Langschaft. Und dann gibt es den UL, zum Beispiel bei Tohatsu wird er UL genannt, bei Mercury wird er XL genannt. Das ist eben dann der Ultralangschaft oder der XL-Schaft oder der besonders Extension-Motor quasi. Der über das normale Langschaft herausgeht, ist im Englischen der 25-Zoll-Motor, im Deutschen eben als Ultralangschaft bezeichnet. Es gibt auch noch XXL, das ist dann noch eine Spur länger, wird meistens nur bei dreifach, vierfach Außenbordern gebraucht. Ihr kennt das, diese Boote, die eine ganze Batterie von 2, 3, 4, 500 PS Motoren am Heck haben. Die sind unterschiedlich lang und da braucht man natürlich in der Mitte, das Boot hat ja eine V-Form, damit der Motor überhaupt unten noch ins Wasser bzw. unter der Bootskante, was es damit auf sich hat, zeige ich euch gleich auch noch, unter der Bootskante herdurchreicht, brauchen wir teilweise auch XXL. Das ist dann X-Ultra lang. Da gibt es verschiedene Bezeichnungen. Im einfachsten kann man sich es mit S, L, XL und XXL Schaftlänge verdeutlichen. Alles schön und gut, nur wofür müsst ihr das wissen? Was ist eigentlich das Wichtige dabei? Im Grunde fragen wir euch, wenn ihr bei uns einen Motor anfragt, welche Schaftlänge braucht ihr denn? Dann fragt ihr oft, ja, das weiß ich gar nicht. Dann sagen wir, ihr braucht einen Zollstock und ihr müsst an eurem Boot messen. Denn die Schaftlänge des Motors wird von nichts anderem als dem Boot oder dem Bootshersteller, der das Boot für eine entsprechende Schaftlänge konstruiert und gebaut hat, der entscheidet, also euer Boot im Grunde entscheidet, welchen Motor ihr kaufen müsst oder welcher Motor für euer Boot idealerweise funktioniert. Dazu müsst ihr mit dem Zollstock losgehen, bei eurem Boot einmal messen und einmal die Schaftlänge des Bootes ausmessen. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Ja, wenn unser Verkauf zu euch sagt, ihr müsst mit dem Zollstock los und ihr müsst an eurem Boot messen, dann müsst ihr hier hinten am Boot die Heckspiegellänge messen. Bedeutet, von Oberkante dieser Spiegelplatte oben, von der Motorauflage bis Unterkante Bootsboden, also bis da, wo das Boot zu Ende ist. Nicht bis zur Wasserlinie, die wäre ja hier, sondern ganz runter bis zur Unterkante eures Bootes. Dazu den Zollstock hier einmal ansetzen, hier unten die Kante fühlen, wo die zu Ende ist und dann hier oben entsprechend das Maß ablesen. Wie ihr sehen könnt, messen wir hier 51 cm. Handelt sich hier also um einen Langschaftboot, ne? Also für Langschaftmotoren ausgelegt.
Ja, wenn ihr dann an eurem Boot gemessen habt, dann wisst ihr schon mal ungefähr oder schon relativ genau, welchen Motor ihr braucht. Ihr messt in der Regel bei einem Boot für Kurzschaftmotoren weniger als 40 cm an dieser Heckspiegelplatte, das ich euch gerade gezeigt habe. Also weniger als 40 cm, können auch mal 41 sein. Die Motoren sind in der Regel etwas länger als die Spiegelplattenhöhe. Dann könnt ihr, also bis 41, aber ihr messt in der Regel 40 cm oder weniger bei Normalschaft oder Kurzschaft auch genannt. Bei einem Langschaftboot, habt ihr gerade gesehen, messt ihr in der Regel mehr als 50 cm. Das können auch mal 49 sein, das können auch mal 51, 52 cm sein. Die Motoren sind etwas länger, da habt ihr auf jeden Fall genug Spielraum. Bei XL, also bei UL oder XL, also bei der Ultra-Langschaft-Version, messt ihr in der Regel mehr als 62 cm, also über 62 und länger. Wenn ihr dann noch in die XXL-Variante rein wollt, dann messt ihr über 75 cm Länge. Was mache ich, wenn ich 45 cm messe? Das kommt vor, ja, ist selten, eher bei älteren Booten oder bei Booten, die schon irgendwie in Privathand mal umgebaut oder angepasst wurden. Da kommen wir auch mal auf ein ganz blödes Mittelmaß. Ne? 45, wir erinnern uns, für Kurzschaft oder für Normalschaft bräuchten wir weniger als 40, für Langschaft bräuchten wir mehr als 50. Was mache ich mit 45? Da passt ja eigentlich nichts. Nee, richtig, da passt eigentlich auch nichts. Nur ich muss dann einen Langschaftmotor anbauen. Es geht mit einem Kurzschaftmotor nicht. Ein Kurzschaftmotor würde an diesem Boot keine Leistung bringen, weil der Propeller zu nah an der Wasseroberfläche oder zu nah an der Wasserabrisskante des Bootes arbeiten würde. Da funktioniert der Motor nicht. Also nächstgrößere Länge. Genauso bei Langschaft messe ich jetzt meinetwegen 56, 57, 58 cm. Also für Langschaft viel zu lang, für Ultralang viel zu kurz. Dann gehe ich auf Ultralang. Heißt, ich gehe dann immer einen Schritt in die nächstgrößere Schaftlänge. Es geht leider nicht anders. Man kann natürlich im Idealfall das Boot zum Bootsbauer bringen oder es selber machen, die Spiegelhöhe entsprechend anpassen, damit der Motor sauber dran passt. Wenn man die Möglichkeit nicht hat, dann immer auf die nächstgrößere Schaftlänge gehen. Vielleicht noch beim Montage des Motors ein bisschen unterfüttern, unter die Spiegeloberkante, dass der Motor etwas angehoben wird, damit wir da entsprechend näher an unsere Idealhöhe kommen. Was ist die Idealhöhe denn? Was bedeutet das denn am Motor, die Schaftlänge? Das zeige ich euch jetzt mal an diesen drei kleinen 6 PS Motoren. Der ganz äußere ist ein Normalschaft, der mittlere ist ein Langschaft und der ganz äußere ist ein Ultralangschaft, also ein XL-Motor. Da zeige ich euch jetzt mal die Unterschiede. So, wie ihr erkennen könnt, haben wir hier drei identische kleine Außenborder. Die unterscheiden sich hier im oberen Bereich nicht. Die unterscheiden sich erst hier unten, wenn es um den Propeller geht, um die Propellerhöhe. Auch dort im Hintergrund seht ihr ein paar andere unserer Motoren, die hier im Augenblick sind. Da seht ihr, die sind alle unterschiedlich lang. Das haben wir hier bei unseren dreien auch. Wie gesagt, wir fangen hier mal ganz links an. Das ist ein Normalschaftmotor. So, was beschreibt denn jetzt die Schaftlänge? Ist das von hier oben bis hier unten oder was oder wie? Nein, die Schaftlänge beschreibt die Höhe der Motorauflagekante. Deswegen haben wir ja gerade eben am Boot auch am Spiegel gemessen. Das ist also hier, wo der Motor auf dem Boot aufliegt. Hier runter, hier runter, hier runter. Bis zu dieser Platte. Das ist die Antiventilationsplatte. Die sitzt also oberhalb des Propellers. Und egal, ob ihr jetzt einen 3 PS Motor habt, ein 5 PS, ein 50 PS oder einen 600 PS Motor, ist alles egal. Es ist immer das Maß zwischen dieser Platte hier und hier oben der Auflagekante. Ich kann euch das mal von der anderen Seite zeigen. Da seht ihr ja, bei allen drei Motoren hier ist es dasselbe. Die liegen ja hier oben auf. Man steckt den Motor ja über den Bootsspiegel und dann liegt er hier auf. Das ist noch ein Teil des Motors. Hier fängt schon der Rahmen an, wo der Motor jetzt drauf hängt. Das wäre normalerweise unser Boot. Von dort wird das Ganze gemessen. So, und wie wir jetzt gerade gesehen haben, ist das hier unterschiedlich.
Wie gesagt, hier haben wir Normalschaft, S oder 15 Zoll. Hier haben wir einen Langschaft. Da sieht man schon, das ganze Ding ist länger. Heißt, dieser Gehäuseteil hier ist einfach länger. Der Motor geht tiefer rein. Das heißt, unser Boot kann eine höhere Heckspiegelplatte besitzen. Heißt, bei größeren Booten ist die Bordwand ja höher. Da hängt der Motor auch höher. Oder bei einem Hilfsaußenborder habe ich eine Klapphalterung manchmal hinten am Boot. Ich möchte ja, dass mein Propeller tief ins Wasser geht, damit ich viel Leistung erzeugen kann, ohne dass sich von oben irgendwelche Strudel bilden können, dass der Motor dann Luft zieht oder so. Dafür gibt es dann entsprechend diesen Langschaft. Aber es geht, wie gesagt, das hängt vom Boot ab. Ihr müsst das beim Boot erstmal messen. Dann haben wir hier den XL oder UL, einen Ultralangschaft. Da sieht man, da ist das Gehäuse eigentlich das gleiche hier wie bei unserem Langschaft. Und dann kommt hier noch ein Adapter. Ne? Der macht aus dem Langschaft einen Ultralangschaftmotor. Heißt, hier sitzt die Schraube noch tiefer. Hier kann unsere Bootsbordwand noch höher sein. Und ich habe entsprechend dann noch mehr Möglichkeiten, den Motor tiefer ins Wasser zu bekommen. Das hier ist ja eher ein Motor als Hilfsaußenborder oder ein Flautenschieber. Den kann ich dann auch an ein großes Boot montieren, ohne dass der Motor dicht an der Wasserlinie nachher, er darf ja nichts ins Wasser ragen, er darf ja maximal. Hier haben wir den Überwasserauspuff, hier, da sieht man diesen kleinen Auspuff. Der muss noch mindestens eine Handbreit von der Wasserlinie entfernt sein, ne, damit unser Motor auch noch ausatmen kann, wenn man ihn startet. Das heißt, das muss immer gewährleistet sein. Und bei großen Booten braucht man schon mal so einen Ultralangschaft. Ja, also danach gehen wir. Oberkante von der Auflagefläche bis zu, nicht bis zu dieser, nicht bis zu hier irgendwas, sondern hier bis zu der Platte, die direkt oberhalb der Schraube sitzt. So, genau. Und wenn ihr das ausgeknobelt habt, dann wisst ihr und wir wissen dann auch, welchen Motor ihr braucht und ob der Motor für euer Boot passend ist. Dann gibt es öfter noch mal die Fragen, kann man da auch irgendwie Ausnahmen machen oder geht auch länger oder geht auch kürzer? Also pauschal lässt sich sagen, je länger der Motor ist, dann könnt ihr den an ein Boot bauen, auch das für kürzere Motoren ausgelegt ist. Aber je höher die Leistung wird und je schneller ihr dann fahren wollt, desto mehr Leistung verliert ihr, weil der Motor natürlich nicht mit der Wasserabrisskante und dieser Antiventilationsplatte des Bootsbodens auf eine Höhe arbeitet, sondern zu tief hängt. Dann fängt es an zu spritzen, dann lässt sich das Boot schlecht steuern. Bei ganz kleinen Motoren kann man das machen, dass man einen Langschaftmotor zum Beispiel an ein Normalschaftboot setzt, zum Beispiel unseren SailPro-Motor, den benutzen viele Eigner auch am Schlauchboot, am Beiboot, ne, ihres Segelbootes, die haben ein kleines Schlauchboot mit, wenn der Hilfsaußenborder dann beim Ankern zum Beispiel, dann denkt man den ans Schlauchboot und fährt damit, das funktioniert, ne? Das fährt sowieso nur 10 km/h schnell, da macht das keinen Unterschied. Aber wenn ihr spätestens bei 30, 40, 50 PS und mehr seid und habt dann einen zu langen Motor am Boot, werdet ihr sehen, das funktioniert nicht, das haut nicht hin, das bremst unwahrscheinlich und spritzt ganz fürchterlich und man kriegt dann entsprechend noch keine Geschwindigkeit drauf. Andersrum habe ich zum Beispiel einen zu kurzen Motor an ein zu langes Boot gebaut. Das wird bei langsamer Hafenfahrt noch so einigermaßen funktionieren. Spätestens dann, wenn ich Gas gebe und habe einen größeren Motor dran mit viel Leistung, dann wird irgendwann mein Bootspropeller, ein Wasserpropeller, irgendwann zur Luftschraube, denn der Propeller kommt an die Wasseroberfläche, denn dadurch, dass das Boot sich durchs Wasser bewegt, wird im Grunde ja ein Loch hinterm Boot erzeugt und dann fährt der Motor da durch und dann entsprechend zieht der Propeller Luft und ja, die Leistung ist weg und das beschleunigt nicht mehr, es funktioniert nicht. Es kann auch Probleme geben mit der Kühlung, deswegen macht das überhaupt keinen Sinn. Ihr müsst im Idealfall, und so sollte es auch sein, immer für euer Boot den passenden Motor haben und der muss auch richtig montiert sein. Wenn ihr noch Fragen habt zu Motorschaftlänge, zu den Beschreibungen oder Bezeichnungen, was bedeutet, was ihr bei welchem Motor für Maße messt, in der Regel sind diese kleinen Motoren übermaßig, bedeutet, die sind länger als das Datenblatt eigentlich angibt. Im Datenblatt steht drin 381 mm Normalschaft, 508 mm Langschaft und 635 mm Ultralang. In der Regel sind die Motoren ein bisschen länger. Wenn ihr das genaue Maß
wissen wollt, für einen 5er, für einen 8er, für einen 15er, für einen 25, 30, 40, egal was, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Dann geben wir euch die Maße natürlich entsprechend dann auch durch. Ja, ansonsten anrufen, vorbeikommen, E-Mail schreiben. Wenn es euch gefallen hat, Kanal abonnieren und einen Daumen nach oben dalassen für diesen Kanal. Schaut auch gerne auf www.droste-wassersport.de im Online-Shop vorbei. Dort findet ihr alles von Motoren über Motorenzubehör, Ersatzteile, Schnäppchen, alles Mögliche, was ihr, ja, was wir so haben, was wir im Angebot haben, findet ihr dort. Ansonsten, wie gesagt, sehr gerne bei uns vorbeikommen. Bis denn, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.